Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase-linuxgaming.de. Ich bin Weltrian und zeige euch heute das Spiel, das vor kurzem sein einjähriges Bestehen gefeiert hat. Is not a lie. The cake is not a lie. Und ja, das wurde auch entsprechend gefeiert, das wird auch hier in-game gefeiert. Die Rede ist natürlich von Cities Skylines, das Spiel, das sich komplett mit großen Buchstaben schreibt, außer das T. Aus Gründen, die mir so nicht ersichtlich sind. Cities Skylines ist, und ich hoffe, ich nehme hier jetzt nicht zu viel vorweg, genial. Ich habe es schon über meinen grandiosen, fast nahezu unbekannten Twitter-Account rausposaunt in die Welt. Cities Skylines ist das SimCity, auf das ich schon immer gewartet habe. Schade, dass es dafür erst, jemand anders kommen musste. Das hätten EA und Maxis eigentlich auch schon lange realisieren können. Aber da hat man sich wahrscheinlich stattdessen viel mehr auf Kopierschutzmaßnahmen versteift. Auch das ist ein schönes Feature und wer darauf steht, darf gerne dort zuschlagen. Wie dem auch sei, dieses Hauptmenü garantiert eine gewisse grundsolide Übersicht. Zum Beispiel über den Steam Workshop, wo man sich allerlei Zeug mit ins Hauptspiel flanschen kann. DLCs und so weiter und so fort. Paradox-Konto habe ich nicht, braucht man auch nicht zum Spielen, das sei schon mal vorab und dabei gesagt. Ich glaube, so viel gibt es eigentlich gar nicht zu sehen und ihr wollt bestimmt sehen, wie das Ganze so aussieht, wenn man da über das Hauptmenü hinwegkommt. Vermute jetzt mal, darum sollten wir uns jetzt kümmern. Klippenbruch nehmen ein paar vorgefertigte Karten, soweit ich das mitbekommen habe. Achtung, gefährliches Halbwissen, gibt es keine zufällig generierten Landschaften, sondern es gibt also diese hier. Falls das falsch ist, vermutlich kann man über einen Workshop was runterladen oder so. Ja, teilt es mir einfach mit. Wir sagen mal die Klippenbucht. Hier sieht man auch immer so, was dann so da vorhanden ist oder was eben nicht vorhanden ist. Und ja, was soll der Geiz? Wir beginnen mit dieser wunderschönen neuen Landschaft und werden jetzt eine Stadt bauen. Eine Stadt, die hoffentlich gedeihen wird. Und ja, euch den Spielfluss ein bisschen näher bringt. Jetzt kriege ich natürlich auch wieder ein krasses Tutorial. Ich glaube, das kann ich so einfach deaktivieren. Das Ding hier unten ist euer Freund und Helfer. In dem Moment, wenn ihr irgendwas aufreißt. Achso, ich muss jetzt mal Straße bauen, dann kriegt ihr hier immer alles erklärt, außer ihr klickt das explizit weg. So, das ist also unser Quadrat. Das gute alte Quadrat, wie wir es kennen und lieben gelernt haben in der Vergangenheit. Ja, ich baue gleich eine Straße. Auch hier wieder vertreten, später erweiterbar. Um diverse andere Quadrate, aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Jetzt gilt es erstmal, unsere Baldstadt an diese Autobahn anzuschließen. Da hinten ist sie, ein Autobahnkreuz, da läuft sie lang, hier zweigt sie ab und kommt direkt zu uns. Also Strabowski, sprich Straßen, alles noch ausgegraut. Wir sind noch nicht dazu in der Lage, wir haben keine Einwohner, wir haben nur ein bisschen Geld und darauf gilt es aufzubauen. Also sind wir mal ganz dreist. So. Eine Straße in the middle of the Pampa. Bums. 2600 Euro weg. Unwiederbringlich verloren gegangen. Aber dafür haben wir jetzt mehr Bauoptionen, auch was die Straßen angeht. Denn das kam jetzt ins Spiel. Was machen wir denn mal? Komm, ein bisschen Straße haben wir noch. Heute alles für 10. Heute muss alles raus. Papa braucht neue Turnschuhe. Das sieht doch gut aus. Wenn das nicht aussieht wie der Mittelpunkt unserer zukünftigen Stadt, dann weiß ich es auch nicht. Ob es das wird, wird sich dann zeigen. Erstmal müssen wir den Leuten, die jetzt hoffentlich bald hier hereinströmen werden, um hier wohnen zu wollen, sagen, wo sie überhaupt wohnen dürfen. Denn das entscheiden die nicht selbst. Nein, das entscheiden wir. Und zwar mit diesem Zuweisungstool hier. Gewerbeblau, Industriegelb und Wohngebiete grün. Entweder kann man hier diese freien Felder direkt einfärben. Quasi wie das Füllen-Ding in Microsoft Paint oder was auch immer, anderes GIMP oder so, kein Plan. Oder man sagt hier einzelne Felder, das kann man gerade mal machen, so hier runter. Oder man nimmt hier diese lustigen Dinger und man kann hier so was machen. Wo das Sinn macht und wo nicht, weiß ich nicht, so viel Spielerfahrung habe ich noch nicht. Wir sind jetzt einfach mal kreativ. Komm, hier hinten auch noch ein bisschen blau, Gewerbe muss sein. Die Leute wollen ja schließlich auch irgendwo einkaufen. Bitte schließen Sie Ihre Stadt an eine Autobahn an. Ach ja, natürlich. Beide müssen connected sein. Denn die Autobahn ist quasi hier Zufahrt, da Abfahrt. Und eine Stadt ohne Abfahrt ist nicht das Größte. Das machen wir jetzt mal ganz kreativ. Erstmal sagen wir hier unten, dass wir keine gerade Straße haben wollen, sondern wir wollen auch mal ein bisschen
bisschen Varianz in die Sache reinbringen. Und das hat den Konkurrenten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, immer gefehlt. Diese Varianz, dass man auch mal sowas machen kann. Diese Freiheit, nenne ich es mal. Wollen wir dafür 3000 ausgeben? Ach, ich sag einfach mal ja. Ratatazon. Und da vielleicht hier nochmal so eine Querstrebe hier rüber so. Nee, eigentlich wollte ich da hin. Moment, machen wir anders. So. Nochmal die nächsten 3000 auf den Kopf gehauen. Also das ist jetzt Geld, finanziell, technisch ein bisschen Ungemach, was ich hier mache. Aber es ist ja auch nur, es hat ja auch nur Showroom-Zwecke. Wenn ich hier ernsthaft spielen würde, würde ich natürlich viel professioneller an die Sache herangehen. Denn ich bin ja kein kleiner, blöder Bürgermeister. Ich bin ja hier der Oberkiller. Zack, auch hier nochmal. Dann mal ein bisschen Struktur schaffen. Am besten hier hin und dann nochmal dahin. Und so. Goodie. Also haben wir hier unsere sehr unzufriedenen ersten Bewohner. Unschwer zu erkennen, denn die wollen Wasser und Strom, aber den geben wir ihnen noch nicht, weil wir wahrscheinlich eine Spur zu sadistisch sind. Nein, erstmal wird die Industrie geschaffen. Und zwar hier hinten ein großer, gelber, hässlicher, später stark stinkender Batzen Industrieanlagen. Aber dass Industrie nicht immer stinken muss, das sei auch noch kurz angeregt, aber jetzt im Moment stinkt sie noch. Da kann man nichts dran ändern. Das kommt dann später, die Varianz, was das angeht. Ein bisschen Stromlinien. Wir haben noch gar keine Stromproduzenten, aber Hauptsache, wir haben schon mal eine Stromlinie gebaut. Strom kommt natürlich Öko-Hörder. Nur von guten, tollen Windrädern. Was anderes kommt mir hier nicht in die Tüte. Windräder, sollte mal gucken, wo man sie platziert. Im flachen, unteren Gelände, da wo wenig Wind herrscht. 5 Megawatt, wenn man sich dann hier in diese dunkelblauen Felder verirrt, bis zu 8. Jo. Da würde ich sagen, gucken wir mal, dass wir möglichst nah rankommen. 8, 8, 8, 7. Also machen wir es mal dahin. Und dann können die sich hier schön ein bisschen Stromski abzisseln. Da. Bitteschön. Jetzt habt ihr auch Licht beim Abendessen. Da werde ich auch schon angetwittert. Darauf bin ich ja gar nicht eingegangen. Also, ich nenne es jetzt einfach mal Twitter, weil es ist einfach so offensichtlich, woran man sich hier orientiert, an diesem Twitterino oder was es ist. Das sind quasi das, was ihr hier seht. Chirper, Mary... Chirper ist das Programm? Genau, Chirper. Das heißt nicht Twitter, das heißt Chirper. Und dann sieht man hier die Bewohner der Stadt, wie sie mit, nicht direkt mit einem, sondern quasi durch eine, ja, durch das Internet mit einem Kontakt aufnehmen, indem sie eben sagen, grüne Energie, was für eine exzellente Wahl. Hashtag grüne Energie. Also die teilen einen darüber mit, was sie von den Entscheidungen oder der Art und Weise, wie man sich um die Stadt kümmert, aktuell so halten. Jetzt ist die Stadt immer noch ein bisschen angefressen von mir, weil ich ein böser Mensch bin und noch nicht dafür gesorgt habe, dass es auch Wasser gibt. Wasser könnte man entweder hier über eine Wasserpumpstation am Wasser, 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 sagen sie noch einmal Wasser, oder man besorgt sich hier so einen lustigen Wasserturm, aus dem hoffentlich keine Animaniacs raushüpfen. Und falls doch, vielleicht kann man das als Mod nachinstallieren, denn City Skylines ist sehr modfreudig. Wie eben schon, oder eingangs schon erwähnt, gibt es da diverse im Steam Workshop zum Runterladen. Ich persönlich bin kein Freund von Mods. Im immer Sinne. Also ich versuche eigentlich ein Spiel immer erst komplett ohne Mods auszuloten, bevor ich dann irgendwas dann drauf donner. Das gelingt mir mal weniger und mal mehr. So, das soll hier reichen erstmal. Jetzt haben wir auch alle Wasser. Überprüfen wir mal die Statistik. Also, Strom, Verbrauch 2 Megawatt, Erzeugnis 8 Megawatt, alles cool. Wasser, volle Kanne verfügbar, aber es wird nicht abgewässert. Das heißt, das Wasser, was jetzt hier irgendwo hinkommt, da ist es schon, das Symbol. Das fließt quasi herum und dann steht es da in einer braunen, hässlichen Kackpfütze. Damit dem nicht so ist, würde ich sagen, wir bauen eine Abwasseranlage dahin. Und das wird auch lange Zeit die einzige Möglichkeit sein, die Abwässer loszuwerden, denn das hier, eine Filteranlage, die kommt erst sehr, sehr viel später, wenn die Stadt bereits eine gewisse Größe erreicht hat. Ach stimmt, der will ja auch Strom haben. Ach, alles braucht Strom heutzutage. Die Moderne ist so furchtbar. Früher war alles besser, Öllampen und so. Und Pferde, da brauchte nicht alles Strom. Gibt's bestimmt auch als Mod. Die gute alte Zeit, der Mod Good Old Times, wo man irgendwie City Skylines im 17. Jahrhundert spielt und keinen Strom braucht.
Könnte ich mir gut vorstellen, dass es das gibt, kann ich aber nicht beschwören. Also, im Moment, wir haben Strom, wir haben Wasser, wir haben eine kleine, süße Siedlung, die hier langsam aber sicher hoffentlich bald floriert. Und uns wurde eben gesagt, wir haben sogar ein Wirtschaftsfenster, das langsam aber sicher mit zu unserem Stadtbild wächst. Und eine Schnellübersicht, wo wir sehen, wir haben noch 30.000 übrig, aber machen derzeit permanent miese. Doch es besteht noch Bedarf an... Es ist eine hohe Nachfrage nach Wohngebieten, gerade pauschal da. Und wer wären wir, wenn wir die nicht befriedigen würden? Also schaffen wir noch ein bisschen Wohnraum, einmal mit dem Füllwerkzeug. Und am besten hier, nein, das tun wir nicht. Hier nochmal mit dem Straßenbauding, nachdem wir die Straße fortgesetzt haben. Oh, das ist jetzt ein bisschen sehr viel Zwischenraum. Ach, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Hier rüber und dann... Da. Hoppla. Ich habe mich verklickt. Rechtsklick ist übrigens Abbruch. Bauabbruch. Aber das Werkzeug wird man damit nicht los. Da muss man entweder Escape drücken. Nee, da macht man den Chirper zu. Ja, jetzt geht's doch. Gut. Komm wieder, du kleiner Kackvogel. Ach ja, der Wasserturm. Wir brauchen ja auch noch Strom. Also eigentlich braucht er scheinbar keinen, denn die Leute haben Wasser, aber... Na, was soll's. Er kriegt welchen. Stromski... Okay, rüberkommen. Also, ihr habt es wahrscheinlich auch schon selbst gemerkt, da wo Strom ist, da ist so ein blauer Fetzen drumrum. Und dieser Fetzen, dieses Feld, das vergrößert sich in dem Moment, wenn mehr Häuser gebaut werden. Also, die sind untereinander schon vernetzt und verstromt und werfen auch so ein gewisses Feld an Strom um sich herum. Also, je größer die Siedlung wird, desto weiter wird dieses Stromnetz geschmissen, um die Häuser halt. Aber wenn man eben hier solche Abstände hat, wie zum Beispiel da zwischen Industriegebiet und Wohngebiet, braucht man eben hier Leitungen. Gut. Auch das hätten wir geklärt. Hier hinten noch alles schön dunkel. Die Stromleitungen blinken im Dunkeln, damit kein Hobbyflieger dagegen dotzt. Alles sehr hübsch, sehr detailliert. Schauen wir uns die Stadt doch mal an. Zum Beispiel diese Person dort, die Kathleen Roberts, die scheinbar hier zu wohnen scheint. In der Aspen-Residenz, stimmt das? Ja, die Aspen-Residenz. Und jetzt habe ich mir den Rest von ihren Details nicht angeguckt, deswegen nehmen wir ersatzweise die oder der Willow Graham, ich glaube die, der arbeitet in der Eisbügelfabrik und geht zur Arbeit. Und wenn wir gerade mal nichts Besseres zu tun haben, dann gehen wir einfach mit Willow mit. Oh Gott, erstmal geben wir Willow einen anderen Namen, weil ich mich verklickt habe. Humpelbert. Humpelbert gefällt mir eigentlich gut. Humpelbert. Und wo ist Humpelbert? Humpelbert, genau. Gucken wir mal, wo Humpelbert jetzt eigentlich hin will. Humpelbert ist voll der Öko. Humpelbert läuft nämlich zur Arbeit bis ins Industriegebiet. Humpelbert hat einen Schlag, glaube ich. Bei dem Wetter, da wäre ich aber dreimal mit dem Auto gefahren. Vielleicht hat Humpelbert gar kein Auto. Man weiß es nicht. Tatsache ist, bevor wir jetzt hier lange Zeit Humpelbert verfolgen, es ist immer noch Wohngebietemangel, beziehungsweise es wird immer noch nach Wohngebiet geschrien. Die werden wir jetzt einfach mal weiter verteilen. Da vorne sind wir mal vorsichtig. Dann können wir da irgendwie nochmal so einen kleinen Laden oder sowas machen. So zum Beispiel hier schön blau. Auch da ein 4x4 Gewerbefeld. Auch wenn Gewerbe noch gar nicht so richtig gekommen ist. Und weil die Nachfrage so hoch ist, würde ich sagen, wir ballern einfach. Jetzt kommen hier. Jetzt machen wir mal hier. Heute alles für 10. Jetzt wird richtig gewohnt. Da nochmal eine Querstraße rein. Dots auf die andere Seite auch. Dots kann man hier eine Verbindung machen. Natürlich kann man hier eine Verbindung machen. Sollen ja auch später gut von A nach B kommen, die Jungs und Mädels. Ach komm, hier rüber. 23.000 noch auf dem Tacho. Ach, es läuft, Kinder. Schaut euch das an, wie sie fleißig Häusle bauen. Zack. Und da drüben auch nochmal bis hierhin. Wunder und vor allem schön. Aus dem Baumodus raus. Nicht vergessen, auch diese neu erschlossenen Gebiete brauchen Wasser und Strom. Das ist das Erste, was man gerade am Anfang noch vergisst. Später kommt da ein gewisser Automatismus, der sich dann darum kümmert. Strom verteilt sich von selbst. Wie gesagt, ihr seht es gerade, hier dieser blaue Bereich. Mit jedem Haus macht der plopp und wird ein bisschen größer. Schöne Geschichte, das macht die Sache sehr viel einfacher. So, und das Wetter ist sauig. Kann man hier noch irgendwas anklicken? Irgendwas, was gerade lustig ist? Da steht niemand? Nee, da steht doch niemand. Das ist ein... Postkasten? Oder ein Roboter? Nein, es ist ein Postkasten. Auch Autos kann man verfolgen, zum Beispiel diesen LKW. Was hat er eigentlich vor? Der Erz-LKW. Nee, das ist der, also wenn, dann ist das der Erzengel Michael-LKW.
Nein, ich will denen jetzt folgen. So. Wer braucht da schon einen Euro Truck Simulator, wenn er City Skylines hat? Hier, ist doch super. Ist doch wie F2 drücken beim ETS. Und genauso gut parken wie ich tut er auch. So mitten auf der Straße und... Ja. Gut, alles klar. Danke, Erzengel Michael LKW, dass du uns einen kurzen Moment unterhalten hast. Ein kurzer Blick auf die Uhrzeit. Naja, komm, 4 Minuten haben wir noch, oder? Ich glaube, 4 Minuten haben wir noch. Und dann machen wir einen kleinen Ausblick, denn alles, das ist wie es so, wie es ist, es ist, wie es immer ist. Ich kann natürlich nicht innerhalb von, oh mein Gott, wir haben eine Errungenschaft. Ich muss mich selbst unterbrechen, Michael, kein Problem, Michael. Wir haben eine Errungenschaft, jetzt haben wir neue Features. Wir können Steuern erheben, wir können ein Darlehen aufnehmen. Müll wird jetzt zum Problem, beziehungsweise die Müll wegschaffen können wir jetzt mit den dazu passenden Gebäuden. Ein Gesundheitswesen können wir errichten und Bildung besteht uns jetzt zur Verfügung in Form von einer Grundschule, einer Mülldeponie und der Arztpraxis. Da können wir jetzt auch direkt nach rechts klicken, können wir schauen, was es da eigentlich noch so gibt. Würdiges Dorf, 800 Einwohner, winzige Kleinstadt, 1300 und so weiter und so fort. Bis zur Megalopolis, 65.000 Einwohner. Gemessen an der Realität ein Witz, aber hier in City Skylines eine herausragende Leistung, die ich zugegebenermaßen selbst noch nicht erreicht habe. Ich hoffe, ich komme da noch irgendwann hin, aber bisher hatte ich weder genug Geduld noch genug Zeit, um das umzusetzen. Soll heißen, City Skylines kann einen sehr lange an den PC fesseln, wenn man sich denn an den PC fesseln lässt. So, erleben Sie, hier gibt's nochmal Errungenschaften. Achievements nennt man das im Englischen. Kann man gucken, was man noch so hier... Das erreicht man irgendwie und dann kriegt man auch irgendwas dafür, glaube ich. Weiß ich gar nicht, über einzigartige Gebäude kommen später noch dazu oder so. Irgendwie, irgendwas hat das damit zu tun. Kann ich gerade nicht erklären, weil ich's nicht weiß. Das ist eine ISO-Frage. Da dürft ihr gerne eine Internetsuche nachmachen. Was tun wir als nächstes? Weiter stupide, einfache Wohngebiete errichten? Nein. Wir bauen erstmal die neuen Gebäude, die sich eben ergeben haben. Am besten ist es nicht... Die besten Städte im Land sind doch diejenigen, die einen mit einer Müllhalde begrüßen, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich persönlich werde, wenn ich zum Ortseingang hier reinfahre, von einer Kläranlage begrüßt. Das ist nicht wirklich besser. Aber hier hinten haben wir noch ein kleines Straßenstück oder ein Straßenende, mit dem nichts angefangen wurde bisher. Ich würde sagen, da bauen wir einfach die Mülldeponie hin. Später werden wir in die Richtung vielleicht die Industrie expandieren lassen. Die stört die Mülldeponie nämlich nicht so sehr. Und in der Zwischenzeit, während die ersten Müllautos, das kann ich auch nochmal zeigen, da sind sie, die ersten Müllautos losfahren, auf der Suche nach Verschmutzung auf den Straßen, würde ich jetzt einfach mal sagen, wir gucken mal, wie eigentlich die Grundversorgung aussieht. Strom. Oh mein Gott, 9 Megawatt werden verbraucht, aber nur 8 werden erzeugt. Da sollten wir vielleicht... Nur vielleicht nochmal nachlegen. Genau dort. So, direkt verbunden. Und schon macht's gleich. Nee, es macht noch nicht. Wuppdi-du. Komm, aus und zu. Mach es. Tu's. Da haben wir's. 10 werden verbraucht. 16 werden kreiert. Die Zeit muss nicht unbedingt schneller laufen. Das finde ich persönlich ist ein schönes Feature. Aber es nimmt dem Spiel, meiner persönlichen Meinung nach, die Gelassenheit. Und gerade darum geht's mir ja bei so Aufbausimulationen. Ihr seht jetzt die Autos, die sie hektisch durch die Gegend fahren und so irgendwie... Ach, nee, das mag ich nicht. So ist schöner. So ist schöner, so zum Zugucken. Kann man nebenher noch was anderes machen, weiß ich nicht, ein Bild malen oder so. Oder nach den neuesten Neuigkeiten auf Folase gucken. Je nachdem, wonach einem gerade ist. Und dann entgeht einem auch nicht so viel auf einmal. Wie sieht's aus mit dem Wasser? Boah, das ist ja der absolute Oberhammer. 16.000 Verbrauch, aber 60.000 werden geschaffen. Hier unten gilt Ähnliches. Perfekto. Dann würde ich sagen, gibt es noch eine Gesundheit, hätte ich beinahe gesagt. Eine kleine Arztpraxis. Genau, eine Arztpraxis. Ins Wohngebiet, selbstverständlich. Da, wo die Kranken dann auch sind. Wenn sie denn da sind. Zack. Übrigens könnt ihr natürlich die Industrie direkt ins Wohngebiet bauen. Das wird euch niemand verbieten. Die Leute werden trotzdem hinziehen. Und ihr könnt natürlich... sowas hier, das habe ich gar nicht gesagt, hier so ein Turm, seht ihr diesen, nee, seht ihr nicht. Da, seht ihr diesen Kopfhörer? Durch diesen Turm, durch diese Anlage, auch hier bei was das angeht oder hier drüben bei dem Windrad, entsteht eine gewisse Lärmbelästigung im Umkreis. Wenn da also Leute wohnen oder auch arbeiten oder auch einkaufen gehen, dann und sich also quasi nicht zu lange in dem Bereich dessen aufhalten, dann werden die irgendwann krank und dann brauchen die hier eine Arztpraxis. Um meinen Satz von eben fortzusetzen, ihr könnt natürlich die Industrie direkt neben die Wohngebiete bauen. Ich mach mal eben die Übersicht an. Und ihr könnt natürlich die Mülldeponie direkt ins Wohngebiet klatschen. Und das könnt ihr alles tun, aber die Leute werden krank und werden sehr, sehr viel mehr Ärzte und sowas brauchen.
um überhaupt gesund bleiben zu können. Und falls nicht, kriegt ihr da so nette kleine Symbole über die Häuser, wo dann steht, da wohnt ein Kranker. Und dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Kann ganz schön in die Hose gehen. Wir schauen uns die Kapazität nochmal an. Kranke Bürger einer, wo auch immer der ist, der versteckt sich vor mir. Und die Heilungskapazitäten liegen bei 100, Durchschnittsgesundheit bei 69. Hier, da guck mal, hier, die haben irgendwas. Da ist schon so leicht rötlich-orange. Der Rest, alles cool. Aber ausgerechnet die zwei, na, ist irgendwas im Argen. Und hier drüben gibt's keine Gesundheit, da wird ja nur gearbeitet. So, jetzt bauen wir noch die Schule. Bauen wir das, was niemand haben will. Also, zumindest keine Kinder. Eine Schule. Und jetzt kommt mir nicht mit der Ausrede, ich gehe jetzt zur Schule. Das glaube ich niemandem. Das glaube ich kein Kind. Ihr gehört ja auch zu der Fraktion Mensch, die morgens vorm Radio sitzt und hofft, dass eine Durchsage kommt. Ja, wegen einem Schneesturm kann die XY-Schule heute leider nicht öffnen. Gebt es doch einfach zu. Hierhin, direkt an die Kreuzung. Damit man auch schön überfahren wird. Nein, das hat keine Auswirkungen im Spiel. Sondern nur positive Auswirkungen. Das heißt, die kleine Siedlung. Ach, was sind die alle glücklich. Und hier langsam entwickelt sich auch eine mittlere Nachfrage nach Wohngebieten, eine mittlere Nachfrage nach Gewerbegebieten und eine geringe Nachfrage nach Industrie- und Bürogebieten. Ist das nicht schön? Haben wir das nicht schön gemacht? Wir sind sogar im Plus, wir kriegen sogar Geld. Super. Also, diese Stadt hat tendenziell noch viel Potenzial nach oben. Das heißt, die werde ich jetzt auch gleich speichern und irgendwann mal weiterspielen, aber zuerst werde ich eine andere Stadt zu Ende spielen, die ich zufälligerweise auf dieser Karte erstellt habe. Und wie das Ganze so aussieht, wenn man schon 3-4 Stunden in das Spiel investiert hat, das zeige ich euch jetzt. Könnt ihr es schon wieder erkennen? Ich zoome nochmal ein bisschen weiter raus. Da sieht man schon irgendwelche komischen Anlagen, die irgendwie irgendwo im Wasser stehen. Das sind fortschrittliche Windturbinen, die man im Wasser bauen muss. Erkennt ihr sie schon wieder? Die Bucht. Ja, also es ist, wie erwähnt, die gleiche Karte wie eben, nur mit ein bisschen mehr investierter Spielzeit. Ein Gebäude ist abgebrannt, oh je, mini. Und dann schauen wir doch mal, was hier alles so entstehen kann, wenn man der Sache ein bisschen mehr Zeit gibt als 10 bis 20 Minuten. Das hier ist also die kleine Stadt, die ich hier habe. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wahrscheinlich Hulasetown. Warum sollte ich sie auch anders nennen? Ihr seht zu einer Rechten ein mittlerweile relativ leerstehendes Industriegebiet. Ich mache mal die Zonenübersicht an. Also hier ein Industriegebiet am Kartenrand. Also muss ich dabei sagen, das ist auch meine erste Stadt. Also falls ihr hier diese infrastrukturellen kleinen Problemchen seht, ja, das ist eben so. Das Industriegebiet umrandet und abgeschirmt durch ein kleines Gewerbegebiet und hier drüben wird gewohnt. Ich denke auch, das ist relativ ersichtlich. Dann, als ich irgendwann hier so fertig war mit diesem Pulkbau, sag ich mal, habe ich mir gedacht, hey, was soll das eigentlich? Du wirst die ganze Zeit angeschrien, dass du dir auf der Übersichtskarte neue Map-Tiles kaufen sollst. Hier seht ihr es, die könnte ich mir, also das habe ich schon gekauft. Und das könnte ich mir jetzt alles noch dazu kaufen, könnte da auch bauen. Hier seht ihr die Umweltverschmutzung. Pfui Deibel war ich seit ungefähr, wir haben das Jahr 2021, ich glaube 20 Jahren meine Abwasser ins Meer pumpe. Deswegen sieht das da jetzt so wunderschön aus. Und ja, irgendwann habe ich angefangen, hier so kleine Siedlungen zu bauen, so in Kreisform. Habe das Ganze mal ein bisschen entzerrt, immer mit so Straßen verbunden. So eher so die ländliche Bauform. Hier ist zum Beispiel, das ist auch ganz interessant, das kommt später noch dazu. Man kann Stadtviertel angeben und kann hier Strauchviertel, das hier ist das Umberhügelviertel, da habe ich jetzt keine lustigen Namen vergeben, wie ich es normalerweise tue. Hier habe ich noch einen lustigen Namen vergeben, Kuhdorf, echt jetzt. Denn da wurde mir am Anfang gesagt, hey cool, du kannst jetzt übrigens Industrie spezialisieren, zum Beispiel in Richtung Landwirtschaft oder Agrarindustrie. Dann habe ich hier erstmal alles zur Agrarindustrie gemacht, als Pufferzone zwischen der Schwerindustrie und den Wohngebieten. Hat nicht wirklich geklappt. Ihr seht, der Verkehr ist nicht so ganz agrarindustriell technisch, da geht ganz schön viel ab. Und später kommen dann auch noch hier die Erzindustrie dazu, Ölindustrie und das generische Industrie. Und die Forstwirtschaft, dieser kleine Außenposten hier drüben zum Beispiel, das ist meine Forstwirtschaftsindustrieviertel-Gedönse. Wollte ich mal austesten, habe ich mal gemacht. Die stört auch nicht die krassen tollen Windräder hier. So, hier, das ist auch noch ganz interessant eigentlich. Können wir mal kurz was erzählen. Ihr kennt ja mittlerweile diese Felder hier. Also das da und das da. Später kommen noch dabei Gebiete mit hoher Dichte. Dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Und als Alternative zum Industriegebiet Bürogebiete. Da finden gebildete Bürger Arbeit. Mhm. Denn man wird natürlich nicht nur eine Grundschule bauen, sondern irgendwann kommt dann noch hier so lustige Sachen wie
die Oberschule und eine Universität dazu. Und die Leute wollen natürlich auch arbeiten, und zwar nicht am besten nicht in der Forstwirtschaft. Das hier ist das Ergebnis eines Gebietes mit hoher Siedlungsdichte. So typische, ja, eigentlich relativ naheliegend, ne? So typische Hochbauten. Da sitzt jemand. Der Dexter Finch arbeitet in der Grundschule. Bist du nicht ein bisschen alt? Dexter doof. Deswegen ist er wahrscheinlich noch in der Grundschule. Ach, dass er da arbeitet, ignoriere ich einfach mal gepflegt. Er geht noch zur Grundschule. Fertig, aus. Seine Eltern lieben ihn. Das reicht. Mit dem späteren Verlauf, hier die einzigartigen Gebäude, kann ich, glaube ich, auch noch was zeigen. Da zum Beispiel. Das Einkaufszentrum der Mäßigung. Das habe ich gekriegt für... Ich glaube... was habe ich denn da gemacht? Was habe ich denn da gemacht? Nee, da wollte ich nicht hin. Das sind die Verordnungen. Das war doch richtig hier. Nee, das war's nicht. Da. Da will ich hin. Einzigartige Gebäude. Kann nur Stunden dauern. Kaufhaus. Nee. Doch, das ist doch, ne? Eine Verkaufseinrichtung, in der Sie eine Vielzahl an kategorisch angebotenen Konsumgütern kaufen können. Stadt fördert insgesamt 8000 Einheiten Naturrohstoffe. Das muss erledigt sein, damit ich es bauen kann. Und so gibt es halt noch diverse weitere. Sportarena, Theater. Palais de Wumpi. Weiß ich nicht. Ganz viele. Da war es doch gerade, das Ding der Mäßigung. Da. Einkaufszentrum der Mäßigung. Durchschnittlicher Müllberg pro Gebäude mindestens 25. Das heißt, diesen Zustand kann man also quasi, indem man keine Müllabfuhr baut, kurz erzwingen. Und dann wird dieses Gebäude freigeschaltet und dann sollte man schnellstmöglich eine Müllabfuhr bauen. Nur vielleicht nicht die Müllverbrennungsanlage, vielleicht nicht als Bindeglied direkt neben die Uni. Ach, wobei, Studenten können das ab. So, was gibt's eigentlich noch zu erzählen? Oh, wir sind schon wieder ganz schön lang im... Es ist schon wieder die eine oder andere Minute ins Land gegangen. Das soll's eigentlich schon wieder gewesen sein. Ihr habt es gesehen. Das war City Skylines. Kostet Geld. Ich weiß es nicht. Also ist kein Open Source und kein Freeware-Titel, wie das das eine oder andere Mal von mir dann doch mal empfohlen wird. Nein, dieser Titel kostet Geld. Nicht die Welt, aber doch ein bisschen was. Es gibt auch diverse DLCs, wie man im Hauptmenü vielleicht gesehen hat. Und von meiner Seite aus, von meiner bescheidenen, simulationsliebenden Seite aus, muss ich einfach sagen, und ich habe das Video so schon begonnen, City Skylines ist das SimCity, auf das ich Jahre gewartet habe. Nicht nur als Linuxer, sondern auch als Gamer allgemein. Es ist einfach... Hier sind einfach so unendlich viele Sachen richtig gemacht, die sich auch einfach so richtig anfühlen. Hier ist jemand krank. Vielleicht sehen wir noch, wie ein Notarztwagen kommt und ihn abholt. Und von daher, wenn ihr gerade 3, 4, 5 Euro überhaupt, ich kostet irgendwas zwischen 10 und 20 aktuell, Stand März 2016. Und ihr habt das noch nicht gekauft, dieses unter Linux lauffähige Stadtbau-Simulationsspielchen, dann gebt euch einen Ruck. Und gebt den Entwicklern ein bisschen Geld. Denn wenn man sich dafür begeistern kann, ist es das absolut wert. Und, huch. Ist jemand gestorben? Hoppla. Naja, haben wir gerade jemanden beim Sterben zugeguckt? Wir gehen dann mal lieber. Eine klare Empfehlung von mir. Und das ganz ohne jeden Hintergedanken und ohne Sponsoring. Und hast du nicht gesehen. Also, schaut es euch an, wenn euch das noch nicht gereicht habt. Oder kauft es euch direkt, müsst ihr wissen. Ich sag erstmal, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer. Und in diesem Sinne, man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis zum allernächsten Mal, macht das gut. Und Autofahren. Moment, jetzt.